Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Garage Flipper Prolog. Was mir aufgefallen ist, vielleicht hat es ja der ein oder andere schon im letzten Part gesehen, mir fällt es jetzt gerade erst auf. Ich habe tatsächlich hier diesen Stempel noch liegen, den hat es anscheinend rausgeschmissen. Als ich hier dran war zum Renovieren, habe ich ja dann die falsche Taste gedrückt. Ich habe ja hier auf Reside geklickt und dann hat es den anscheinend rausgeschmissen. Und ich habe den bloß nicht liegen sehen. So, von daher können wir den jetzt halt auch versteigern. 188, gucken wir mal, was wir kriegen. Oh, also von 188 hier, von 3.100 auf 5.700, ist wirklich nicht verkehrt, ne? Kann man nichts sagen. Okay, jedenfalls, es wartet ein neuer Befehl auf uns. So, Joes Garage. Ich habe schon lange davon geträumt, eine alte Scheune zu renovieren, um mir einen eigenen kleinen Raum zu schaffen. Eine Garage als echte Männerhöhle. Ein cooler Ort, um nach einem harten Tag mit Freunden zu entspannen und gemeinsam Fußball zu schauen. Okay, wir sollen verschiedene Böden bauen, zerstören sie beschädigte Wände. Also wir müssen hier wieder richtig gut hinlangen. 4.500. Haushalt 10.000. Also das ist das Budget wahrscheinlich. Würde ich sagen, wir machen einfach mal auf Akzeptieren und erwarten mal, was da kommt. So, drücken Sie eine beliebige Taste, das tue ich, laufend. Anscheinend braucht der Ladebildschirm etwas länger, als diese Einblendung ist. Von daher mache ich halt wieder einen Schnitt. Jawohl, da sind wir. Mauer bauen. Bevor du neue Mauern bauen kannst, musst du die zerstörten Mauern einreißen. Benutze den Sledgehammer, um die Mauern abzureißen. Okay, schauen wir mal, wo überhaupt die Garage ist. Sieht nach dieser hier aus. Okay, es sind ein paar Böden zum Renovieren. Und das wird wahrscheinlich die Mauer sein, die wir weghauen müssen. Also nehmen wir mal den großen Hammer in die Hand. Ist ein bisschen asynchron, würde ich sagen. Aber macht ja nichts. So, da haben wir noch eine. So, was ist mit der Tür? Bleibt die da? Nee, wahrscheinlich bleibt die da, ne? So wie es ausguckt. Ich würde sagen, ich nehme erst einmal die Hand in die Hand, dass wir dieses Ding hier mal rausstellen können vorerst. Dann haben wir ja hier wieder ein paar Müllbeutelchen. Einmal öffnen bitte. Müssen wir ja auch wieder den Müll wegschaffen, ne? Ich flitze aber jetzt ganz schön. Ja, das hat was gebracht mit dem Upgrade beim letzten Mal. Halt. Jetzt muss ich nur noch laufen können, dann passt das alles, ne? Schade, dass ich die einzeln raustragen muss. Bei den meisten anderen Spielen hast du ja dann doch irgendwie einen Mülleimer oder sowas oder Mülltüte in der Hand, wo du die Sachen dann reinschmeißt und dann eben den Müllsack einmal komplett wegschmeißt. Hier musst du halt jetzt halt einzeln rausbringen. Und ich sehe schon, das Grundstück ist wieder relativ groß. Das heißt, wir werden dann auch wieder nach Antiquitäten suchen und nach Blümchen. Mal gucken, was wir finden. So, errichten Sie neue Mauern anstelle der zerstörten Mauern. Okay, das heißt, ich muss jetzt auf Geschäft gehen oder wie? Alle Kategorien, Gebäude, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich mit dem Hammer, ne? Weil wenn ich ja die Dinger hier immer machen muss. Ah, Wand, okay. Haben wir einmal Wand, zweimal Wand, dreimal Wand. Okay. Blueprint Wall. Achso, da muss ich wahrscheinlich wieder erst rausgehen aus dem Hammer und dann wieder reingehen mit dem Hammer. Genau. Entschuldigung. Genau das war's. So. Jetzt komme ich da nicht mehr rein, oder was? Oder muss ich die raushauen? Ne, ich muss wahrscheinlich die Hand in der Hand haben. Ah, okay. Die Hand in der Hand. So, dann schaut es hier wieder so aus, als müsste ich schleifen. Reinigen Sie den ganzen polierte Wände, ja. Also wir müssen auf jeden Fall hier wieder Wände polieren. Und es ist ja schon um einiges schneller, wenn man sich das anschaut jetzt.
es macht schon Unterschied, ne, zwischen dem Level 1 und 3 Stufen weiter. Da kann ich mir sogar sparen, jetzt mal einen Schnitt zu machen. Da kann ich jetzt einfach mit euch durchrauschen. Wobei das natürlich schon einige Wände mehr sind. Ich habe mir jetzt gerade schon gedacht, also wenn das jetzt nur der Prolog ist und man hat schon so große Aufgaben, sage ich jetzt mal, mit Fitnessstudio und so weiter einrichten, dann möchte ich jetzt mal am liebsten wissen, was das komplette Spiel eigentlich dann für einen bereithält. Weil ich habe ja gedacht, dass das vielleicht ein Level, vielleicht zwei Level sind, aber dass da jetzt halt noch so ein großes Ding hier mit dran ist. So. Ja, warum sollt ihr den nervigen Ton nicht auch haben? Ne? Wenn ich ihn hab, dann kann ich euch den doch auch gönnen. So, wir haben es ja auch gleich. Und die letzte. Nee, irgendwas fehlt noch. Habe ich da alles? Da oben. Ah, da oben fehlt noch. Jetzt, das kann man dann gerne vergessen, ne? So, bauen Sie neue Böden. Dann gucken wir doch mal. Blueprint Floor. 5, 6, 7, 8. Dann wieder auf die Hand. Dann wieder auf den Hammer, dass wir dann die Böden bauen können. Ja, die Maschine, die ist schon etwas. Jetzt habe ich ja das Spiel dann im Grunde schon leiser gemacht, dass es nicht zu laut für euch ist, aber wahrscheinlich ist es trotzdem noch immer ein bisschen laut, nervig. Aber warum soll ich euch diesen Genuss verwehren, ne? Oh, ich habe ein Päckchen vergessen. Schade, dass nicht da steht, wie viele Flecken, ne? Weil es steht ja nur da, sauber machen. Aber es steht nicht da, wie viel. Da noch. Haben wir es jetzt? Jawohl, reinigen Sie den ganzen Staubhammer. Dann Wände in einer beliebigen Farbe streichen. So, ich würde sagen, wir machen zwei unterschiedliche Räume. Wir müssen hier Sofa stellen, Elektronik einsetzen, also sowas wie Fernseher oder sowas. Dekorationen für den Boden, Hobbysachen auf den Boden. Stellen Sie Regale auf den Boden. Okay, also das Erste, was wahrscheinlich ist, das wird dieses Ding sein, dass wir das irgendwo hinstellen. Ich stelle das jetzt mal dahin. Zählt es? Wahrscheinlich bin ich wieder zu nah an der Wand. Ja, dachte ich mir. Werfen Sie alle Abfälle weg. Ach so, das ist ja das eine Ding hier noch. Ja, Entschuldigung. Jawohl, machen wir das schon mal. So, wir brauchen Geschäft. Wir brauchen Farbe. Wir könnten jetzt das Ganze mal in... Naja, ich bin jetzt nicht so fies und streiche es in rosa. Ne? Aber wir könnten blau nehmen. Lieber das helle Blau, würde ich sagen. Nehmen wir mal das helle Blau und für den Raum seitlich, da könnten wir doch einmal uns das Orange anschauen. Machen wir mal die zwei Farben. So, wir machen Orange in dem kleinen Raum, wo ich dann die Regale vermutlich reinstellen werde. Ja, bitte streichen. Wobei das schon... Naja, orange, ein dunkles Orange. Geht schon fast ins Rote, oder? Oder täusche ich mich da? Schreibt es mir gerne rein, was ihr denkt. Aber das ist irgendwie na, so ein richtiges Orange, ich weiß nicht. Ist mir ein bisschen zu rot für Orange. So, nächste. Also das Rennen ist schon übel dann, wenn das plötzlich so schnell geht.
Die solltest du auch streichen, bitte. Dankeschön. Ja, ich würde halt gerne den Eimer mit reinnehmen, ne? Aber das geht irgendwie nicht. Ich probiere es jetzt dann nochmal. Vielleicht habe ich mich da auch zu dumm angestellt. Geht noch eine? Geht noch eine? Nein, es geht nicht mehr. Dann nehme ich mal die Hand wieder zur Hand. Ah, doch. Haha. Ich habe mich nur zu doof angestellt. Das war das Problem. So, weil dann kann ich den nämlich da herstellen. Kann ich die Säule auch streichen? Nein. Die Säule bleibt so hässlich, wie sie ist. Es macht ja auch Sinn, wenn ich alles andere renoviere, dass ich dann die Säule nicht sauber mache. So, dann das Ding über der Tür nicht vergessen. Gut, damit haben wir den Raum schon mal gestrichen. Dann würde ich sagen, tun wir die Farbe auch wieder rausbringen. Und nehmen dafür die blaue Farbe hier mit rein. So, wir brauchen ja die Farbrolle nicht auszuwaschen. Die wird automatisch sauber. Ich denke, blau, das ist okay. Na? Halte, streiche die Wand. Manchmal will er nicht. Da muss ich mich dann entweder bewegen oder keine Ahnung, was macht. Da jetzt zum Beispiel. Da will er nicht. Also da drücke ich zwar, aber er will nicht. Vielleicht machen wir das auch in zwei Farben. Wenn wir jetzt das hier in blau machen, blau machen, blau, blau, blau. Die Ecke hier und dann machen wir die Ecke noch in dem Blau. Und für das andere nehmen wir dann dunkelblau. Schauen wir doch mal, wie es ist. Achso, Farbe. Ja, Farbe sollte ich natürlich nehmen, ne? Schade, dass ich die Tür nicht zumachen kann, wenn ich den Farbroller in der Hand halte. So, dann haben wir die Wand und die Wand. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal nach dem anderen Blau noch. Dunkelblau. Damit machen wir jetzt den Rest noch. So, machen wir hier mal zu. Nein, bleib stehen. Ich brauche Pinsel. Dagegen schaut das helle Blau jetzt halt wie ein Türkis aus, ne? Schaut nicht mehr wie blau aus. Mal gucken, was wir alles für Deko finden dafür. Weil Sofa soll rein und Elektronik, also auf jeden Fall ein Fernseher. Weil die wollen ja Fußball schauen. Dafür braucht man extra einen Raum, ist ja klar. Ich es eigentlich grün streichen soll, ne? Rasenfarbe. Grün und weiß. Ja, und gelb und rot hätte aber auch gepasst, ne? Für eine gelbe und eine rote Karte. Na klar, für die letzte Wand reicht es jetzt nicht, ne? So. Halt hier noch. Ja, aber dann irgendwie muss das dann auch blau sein. Ach so, da muss ich jetzt die Farbe wieder runterkratzen, ne? Ja, dann machen wir die Farbe mal runter. Nehmen wir nochmal unsere Farbrolle und dann machen wir das da auch noch in dunkelblau. Dann schaut es, glaube ich, auch ein wenig besser aus, ne? Ja, das Eck ist mir jetzt halt egal. So, wir sollen ein Sofa stellen. Dann warte mal, wir tun erst einmal wieder den Eimer hier raus. Der kommt dann wieder hier auf die Palette. So. Wir müssen ja aufräumen ein bisschen, ne? Schauen wir mal. Ein Sofa. Möblierung, alle Kategorien. Wir machen Sofa und Sessel. Schauen wir mal an. Es gibt diese weißen Sofas. Es gibt
diese Couch groß. Die schaut eigentlich schön lümmelig aus. Mit da eine graue Sessel. Also wenn, dann würde ich die jetzt sagen, wenn das jetzt noch in einer anderen Farbe wäre, dann wäre das eigentlich ganz nett, ne? Und wenn wir das Beige nehmen, nehmen wir doch mal das Beige. Jawohl. Das beige Sofa. Wir drehen das nur hier in die Richtung, weil der Fernseher, der kommt natürlich dann da vorne gegen die Wand oder auf den Tisch, wie auch immer. So, hier steht zweimal Elektronik. Regale, Tische, Dekoration, Hobby, Elektronik. Ein Mini-TV stehend. Naja, dann. Und als zweites noch, naja, ein Kühlschrank muss natürlich sein, oder? So. Der Kühlschrank, der bleibt dann da vorne stehen. Hallo? Kann ich dich jetzt nicht mehr nehmen? Doch. Ich habe schon gedacht. Jawohl. Und der Fernseher, natürlich, den legt man auf den Bildschirm, ne? Ist ja logisch. Ist aber ein kleiner. Also wenn ich sowas mache, dann kommt hier ein fetter hängender Bildschirm hin. So, Dekoration auf den Boden legen. Und legen Sie die Hobbysachen auf den Boden. Stellen Sie Regale auf den Boden. Okay, also das Ding zählt anscheinend als Regal. Okay, ist ja interessant. Dann gucken wir doch mal, was es für den Boden gibt. Oder schauen wir erst einmal Regale, wenn wir das schon haben. Ich habe jetzt nämlich an sowas da gedacht, an so Garagenregale. Ja, warum auch nicht, ne? Im Grunde ist es für den seitlichen Raum. Jawohl. So, oder hier, das ist ja egal. Ich weiß nicht, für was der andere Raum da zählt. Und das hat wieder nicht gezählt hier. Ne, das will nicht. Jetzt hat. Das will immer nicht sofort. Jawohl. Ups. Zum Raus- und Reinrennen, das ist auf jeden Fall toll. Auf den Boden stellen, bitte. Kann ich jetzt in den Boden stellen? Hallo? Irgendwie mag der mich nicht näher da ranlassen. Okay, dann bleiben wir halt irgendwie weg. Ja, hallo? Also ich lasse es eigentlich nur los, ne? Was anderes mache ich gar nicht. Okay, weiter vor komme ich jetzt auch nicht, oder was? Doch. Okay, gut. Oh, endlich. Es hat gezählt. So, Dekorationen auf den Boden legen. Wandaufbau. Achso. Möblierung. Regale, Tische, Stühle. Dekorationen. Dekorationen auf den Boden legen. Das klingt für mich wie Teppich. Aber es gibt hier keinen Teppich. Kellerkasten vielleicht? Komm, jetzt kaufen wir mal zwei so Kellerkästen. Für was auch immer. Das sind die Wettschachteln, sind es. Ah gut, ich habe schon gedacht, ich komme nicht dran. Das ist dann quasi für das eine Team und für das andere Team. Da werden die Wetteinsätze dann rein. Und je nachdem, wer gewinnt, der kriegt dann die beiden Schachteln. Legen Sie die Hobbysachen auf den Boden. Tja, Hobbysachen. Dann schauen wir doch nochmal wegen Hobbysachen. Möblierung. Hobby. So, was haben wir denn? Oh, wir könnten einen Billardtisch hinmachen, ne? Für 1500 los. Billardtisch, der kommt da hinten hin. Deswegen kommt das Sofa noch ein bisschen näher daran. Ist ja vom Abstand bei dem kleinen Fernseher eh, glaube ich, besser. Wenn man das ein bisschen näher ranstellt. Weil sonst erkennst du ja nichts. So, jawohl. Den trage ich natürlich locker. Aber ich würde sagen, den stellen wir so ein bisschen schräg, oder? Ja, das ist mit der Säule halt total bescheiden, ne? Warte mal. Das müssen wir umstellen. Wir machen nochmal die Tür auf.
Die Regale kommen dann schwupps hier rein. Jawohl, da zählen die nämlich auch. Dann ist das hier im Grunde der Abstellraum. Kann man dann seinen Biervorrat oder was weiß ich hin platzieren. Passen ja 2-3 Kisten rein in so ein Regal, ne? Jawohl. So, machen wir dazu, dass keiner sieht. Dann tun wir das Sofa in die Richtung stellen. So ungefähr zu der Wandverlängerung. So, zack. Da haben wir hier nämlich noch richtig schön Platz. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich den Schrank hochhebe. Bleiben die anderen Sachen in der Luft, ich habe es mir gedacht. Dann stellen wir das dahin. Und diesen fliegenden Fernseher, den ich ja nicht an die Wand dann machen kann, der kommt dann wieder hier drauf. Und die 2 Schachteln noch rüber. Ups. Dann macht es auch mehr Sinn mit dem Billardtisch. Wenn der dann hier steht und einfach ein bisschen mehr Platz ist, ne? Dann kann man hier auch wirklich spielen. Ein bisschen noch vor. Ich bin ja kräftig genug, um das zu machen. So, wir könnten jetzt höchstens noch mal gucken, was es hier so für Dekos für die Wand gibt. Aber da habe ich jetzt halt ehrlich gesagt nichts gesehen. Blumenfikus, Minibox, weil wir könnten hier 2 so Fikus kaufen. Wir könnten eine Minibox kaufen. Vielleicht noch, warte mal, was gibt es denn noch für Möbel, Tische, Stühle? Hier irgendwie einen kleinen Couchtisch oder sowas. Gibt es gar nichts, ne? Es gibt nur so einen Beistelltisch. Couchtisch aus Holz. Kaufen wir doch den auch einmal. So. Den stellen wir dann quasi jetzt hier so mit her. So. Dann diese riesige Box, wo ich Wunder gedacht habe, wie groß die sein wird. So. Dann die Pflänzle. Dann machen wir eine hier neben dem Fernseher. Und dann machen wir hier einen in die Ecke. Fürs Feng Shui, ne, dass wir die Ecken ein bisschen brechen. Und dann ist es doch schon ein ganz schicker Raum. So, nochmal mein kleines Foto machen. Ja doch, ich find's okay. Ist auf jeden Fall irgendwie nett geworden. Irgendwie. 2-3 Pflanzen könnten hier schon noch sein und Bilder an die Wand, das wäre halt noch super, ne? Aber Bilder habe ich jetzt überhaupt nichts gesehen. Möblierung. Ich kann auch mal von oben nach unten durchgehen. Das sind Räucherstäbchen oder keine Ahnung, Blumen sollen das sein, okay. Mechanikzeug, Kettensäge, Kaffeebecher könnten wir vielleicht noch 2 kaufen. Die stellen wir mit auf diesen Tisch, ne? Kommen dann nehmen noch 2 Pflanzen mit. Wir haben ja noch ein bisschen Budget. Garagentable, Ledersessel. Ich dachte eigentlich, ich hätte 2 Becher gekauft, aber. Ne? So für die Wand ist nichts dabei. Löffel. Was brauche ich denn? Die Löffel. Reifen. Okay. Passt. Dann kommt jetzt nämlich da noch eine Pflanze hin. Dann machen wir noch eine Pflanze hier neben dem Kühlschrank. So. Und für die Nicht-Biertrinker kommen hier noch 2 Tassen hin. Ich hab keine Tassen gekauft. Dann habe ich mich jetzt getäuscht. So. Zack. Und dann ist doch das ganz nett, oder?
Ja, doch. Also mir gefällt's. Mir gefällt's ganz gut. So, dann gehen wir mal auf Suche, ob wir hier irgendwas finden. Also hier hinten komme ich nicht hin. Komme ich auf den Zaun drauf? Nein. Ich komme hier fast nicht mehr raus, dann, ne? So, liegt hier irgendwas? Kann ich hier unten durchkrabbeln? Nein. Drüber springen kann ich auch nicht. Man muss ja immer mit allem rechnen, ne? Dass hier irgendwas, irgendwelche Ostereier versteckt sind. Vielleicht hat es ja einer von euch entdeckt. Da haben wir irgendwas. Das ist keine Ahnung. Das kann ich auf jeden Fall nicht nehmen. Komm ich hier durch? Nee. Sah aber so aus, ne? So, klopf, klopf, jemand daheim? Ich komme, glaube ich, sowieso nicht runter, ne? Nee, ich kann nicht in die Hocke gehen oder so. Es ist eh seltsam, dass die Fenster hier so eingebuddelt sind. Na gut, Augenmerk ist ja auch nicht auf das Haus, sondern auf die Garage. Wir sind ja hier Garage-Flipper und nicht Haus-Flipper, ne? Wobei, der kommt ja auch bald, der Haus-Flipper 2. Mal so nebenbei erwähnt. Was haben wir denn da? Ein Hut, eine Staffelei mit einem abgedeckten Bild. Ich würde da gerne drunter gucken wollen. So, dann haben wir hier noch einen Heizkörper. Okay, jetzt wäre nur noch die Frage, kommen wir irgendwie aufs Dach? Vielleicht hier drüber? Gibt es sonst irgendwo eine Leiter? Das ist nix. Was ist bei der Bank hier vielleicht irgendwas? Nein. Hier kommen wir dann wahrscheinlich auch nicht durch, ne? Schauen wir mal noch den LKW genauer an. Also wenn ich doch irgendwas übersehe, schreibt es mir gerne rein. Ne? Ich würde es zu gern wissen. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich vielleicht... Ah, da drin liegt irgendwas. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich vielleicht das Ganze... Ah, Antiquität. Dass ich das Ganze als Fullplay machen kann. So, jetzt haben wir am LKW was gefunden. Jetzt ist die Frage, ob wir hier oben drauf noch irgendwas finden. Vielleicht auf der Garage. Aber da komme ich ja auch nicht hoch, ne? Vielleicht doch, dass dann hier irgendwas noch versteckt ist in den Baumstämmen. Weil bei dem anderen haben wir ja zwei Sachen gefunden, ne? Und hier scheint es anscheinend nur ein einziges drum zu geben. Auf den Bäumen wächst irgendwas? Nein. Eigentlich hätte ich dann gedacht, dass ich hier dann irgendwas finde. Aber nö. Vielleicht habe ich zu viel nach unten geguckt. Ich hätte mal... Doch, da oben ist was. Da oben steht ein Radio. Aber wie komme ich denn da hin? Hier drüben vielleicht. Aber da komme ich doch nicht aufs Dach, oder? Nee. Da komme ich nicht hoch. Ich muss aber da irgendwie hochkommen. Ich will dieses Ding haben. Nee, da komme ich nicht hoch. Schauen wir mal. Hier kommen wir nicht hoch. Ich habe ja gehofft, dass ich hier drauf komme, aber ich komme da nicht. Ich kann da nicht drauf hopsen. Kommt man auch nicht durch. Wie kommt man auf dieses Dach? Weil ich meine, das ist ja eindeutig irgendein Gegenstand. Ja, vielleicht muss ich da hoch, auf dieses Schrägdach. Nee, aber ich komme hier schon gar nicht mehr auf den Zaun, ne? Okay, nee. Das ist die einzige Stelle, ups, wo ich jetzt sogar über den Zaun drüber kann, okay? Ich will nicht aufgeben hier.
Ja, das war knapp, ne? Knapp, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Nee, Leute, tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Weil ich habe hier nirgends eine Leiter oder ich habe auch nirgends eine Stufe, die ich jetzt sehen würde, dass ich da hochkomme. Vielleicht diesen Baum hochklettern. Auch nicht. Ja, und runter schalt über das Gelände. Können wir probieren. Ne? Da komme ich auch nicht hoch. Ne, das Spiel will mich nicht da hochlassen. Ja, wäre jetzt schön gewesen, ne? Vielleicht doch da drüber. Dass ich irgendwo an dem Rand oder sowas hoch hüpfen kann. Hier übers Fenster aufs Dach. Ne, das wäre jetzt noch das Einzige gewesen, ne? Hier über dieses Gelände. Aber da komme ich nicht hoch. Schade. Schade, weil hier komme ich auch nicht drauf. Weil hier kann ich nicht hoch genug hüpfen und hier komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Hier. Keine Ahnung. Tja, dann ist dem eben so. Aber ihr habt gesehen, da oben war irgendwas. Dieses, also es schaut zumindest von hier aus wie so ein altes Radio, ne? Vielleicht weiß es ja irgendwer. Schreibt es mir gerne mal rein in die Kommentare, wenn ihr das geschafft habt. Ein Teil haben wir jedenfalls. Das heißt, wir können jetzt halt das Ganze abschließen. Befehl. Jaws Garage machen wir einmal auf Beenden. Hallo Gamer, ein großes Lob dafür, dass ihr den Prolog von Garage Flipper gerockt habt. Eure Unterstützung ist unfassbar, euer Feedback ist Gold wert, wirklich. Es macht unser Spiel noch cooler. Behaltet unsere sozialen Netzwerke für Updates im Auge. Eure Unterstützung ist alles für uns. Danke, dass ihr mit unserer Crew mitspielt, alles klar. Wir gehen jetzt mal zurück zum Hauptmenü. Ich hoffe, dass das funktioniert ohne Probleme. Der Part ist halt mal ein bisschen länger wie jetzt der andere, ne? Ah, das ging sogar. Okay, Moment. Zurück. Weitermachen. Jetzt ist nur die Frage, komme ich jetzt in der Garage bei mir raus oder wo komme ich raus? Weil ich würde nämlich dieses eine Teil noch gerne anschauen, diesen Hocker, den ich da gefunden habe. So als Abschluss noch. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt einfach so. Aber es wäre auf jeden Fall interessant. Vor allem, man kann anscheinend mit den Antiquitäten richtig gut Geld machen, so wie es ausschaut. Das haben wir ja gesehen, alleine schon bei diesem komischen Register, oder was wird es sich genannt? Dieser Stempel. Warten wir mal ab, ob ich jetzt halt noch was machen kann. Jawohl, das sind wir. Es gibt keinen Grund zu renovieren. Okay, also das hat irgendwie das nicht gezählt. Aber wie gesagt, wir sind im Prolog. Ist jetzt halt auch nicht schlimm. Also mir macht Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Ich freue mich auch schon sehr, sehr, sehr auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst von meinen anderen Let's Plays. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.